Ja, schönen guten Abend, liebe Konstellationsgenossen, liebe Planeten, TK-Zeichen-Gefährten. Heute nochmal ein Wort zur Lage. Ich wollte eigentlich was Astrologisches machen, aber das wurde mir plötzlich zu komplex. Erzählst du kurz über das, was dich eigentlich beschäftigt hat die letzten Tage, was dann doch wieder, wie ich entdeckt habe, mit Konstellationen zu tun hatte, mit bestimmten Zeitqualitäten, die sich wieder im Horoskop deutlich zeigten, nicht in meinem, sondern im allgemeinen Horoskop, im mundanen Horoskop. Und ich war wieder mal erstaunt, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber mein Körper scheint manchmal wie so ein Seismograph zu sein. Wir sind also derartig mit allem verbunden, dass wir, auch wenn scheinbar Dinge manchmal nicht in unserem Horoskop so klar verankert sind, trotzdem bei bestimmten Konstellationen, die draußen laufen, darauf reagieren. Ja, so. Also, worüber ich heute kurz erzählen möchte, das ist das Thema Widerstände oder Schwellen oder Hürden, die sich immer mal wieder auf unseren Heldenreisen auftun. Ich weiß nicht, wie ihr die letzten Tage erlebt habt, also insbesondere gestern, auch den Tag davor schon, fing es schon an, wurde es für mich zäher. Ich musste richtig mit Disziplin durch viele Dinge, viele Tagesaufgaben durcharbeiten und habe trotzdem auf der emotionalen Ebene dieser Konstellation, durch die ich mich da durcharbeiten musste, das Gefühl von Schwere gehabt, von Last, von Schwermut, von Bedrücktsein, von auch Traurigkeit, solche Sachen. Die schwangen so jetzt nicht als Riesenakt, dass ich jetzt in der Ecke gesessen hätte unter meiner Palme und hätte den ganzen Tag Tränen vergossen. Nein, aber sie schwangen so als Feld um mich rum. Und ich dachte, Herrgott, mal, was ist denn das los? Ich habe den ganzen Tag rumexperimentiert und rumgetappt. Und es wurde nach und nach besser, Schicht für Schicht. Es war ein mühseliges, kleines, facettenartiges Abtragen. Wie ein Abtragen oder eines Lösen, das Lösen eines gordischen Knotens. Da hatte ich auch eine interessante Anfrage jetzt von der Klientin. Da ist mir das Bild, wie man mit gordischen Knoten umgeht, auch irgendwie eingefallen. Das habe ich dann gestern ausprobiert. Gordische Knoten, man kann auch sagen Schwellen, die sich uns bieten. Oder jemand, der in die Rolle eines Schwellenhüters eingetaucht ist. Das kann der Nachbar sein, das kann der böse Polizist sein, das kann das Wetter sein, das kann der Baumstamm auf der Straße sein, den ich zu überwinden habe mit meinem Auto, je nachdem. Also Schwellen oder Schwellenhüter oder gordische Knoten, die liegen immer mal wieder auf der Heldenreise. Und das sind meist Verdichtungen von liegen gelassenem, von Entwicklungsnotwendigkeiten, die wir bis dato nicht gesehen haben, die verbinden sich dann zu einem gordischen Knoten, zu einer speziellen, sehr dichten Schwelle, wo wir dann mehr Kraft, Energie, mehr Zeit aufwenden müssen, um da drüber zu kommen. Ja? Dazu kommen dann noch innere Widerstände, aus denen sich dann gordische Knoten oder die Schwelle wahrscheinlich noch mit nähert. Und diese Prozesse, diese Wege, diese Phasen oder Wegabschnitte, die kann man am besten durcharbeiten durch das mühselige, kleine, winzige, schrittemäßige Abtragen der Substanz des gordischen Knotens. Ja, manchmal weiß man ja gar nicht, was es ist. Und das ist manchmal auch mit die größte Herausforderung für mein Empfinden, dass man eigentlich nicht genau weiß, was eigentlich das Thema ist oder was einen gerade belastet, bedrückt oder herausfordert. Ja, und da habe ich also gestern den ganzen Tag neben dem Arbeiten am Haus, neben Fragenbeantwortung und so weiter, immer mal wieder getappt und rumgeforscht und geguckt und habe dann langsam begriffen, dass wir durch bestimmte Wegabschnitte nur durchkommen, wenn wir wie ein hartnäckiges, zähes Nagetier, ich will jetzt nicht Ratte sagen, ja, sind ja keine Ratten, aber wie ein süßes, kleines Nagetier, an so einen gordischen Knoten rangehen, der ist ja so verschränkt, so viele dicke Seile sehe ich dann immer, die miteinander verknotet sind und nagen an jedem Seil, was sich da zeigt. Wenn es nicht weitergeht, gehen wir zum nächsten Seil, zum nächsten Knoten, zum nächsten Wulst, der sich gerade zeigt. Nagen. Nagen herum. Wir haben das Ziel, das Ding irgendwie zu lösen oder durchzubekommen, aber es ist ein mühseliges Nagen an vielen verschiedenen Stellen. Und das ist meiner Meinung nach denn die angesagte Methode, um bestimmte Knotenpunkte zu lösen. Ja? Man weiß nicht genau, wo der Kern des Knotens ist, wo es anfängt und wo das Wichtigste ist, wo wir was lösen müssten. Also muss man an allen Stellen rumnagen, bis sich die ersten Seile lockern und vielleicht in der Tiefe die eigentliche Kernverknotung sich zeigt. Ja? Das ist das Abtragen von Schichten, wie eine Zwiebel.
dann gibt es noch eine ganz interessante andere Sache, die mir eingefallen ist oder nicht bemerkt habe oder nicht begriffen habe oder die mir eingegeben wurde im Zusammenhang eines solchen Knotens. Und das ist nämlich die Arbeit mit den hellen Seiten der Facetten von Gefühlen, von Situationen in unserem Leben, die wir gern ändern möchten. Beispiel: Angenommen, jemand fühlt eine Hoffnungslosigkeit in sich. Dann betäppt er oder arbeitet energetisch mit der Hoffnungslosigkeit, um sie loszuwerden. Was er aber vergisst mit zu bearbeiten und loszuwerden, ist die Hoffnung. Ja? Die Hoffnung ist nicht weniger bindend und einen fixierend in der Situation, in der man gerade steckt, als die Hoffnungslosigkeit. Das Nichthaben von etwas und das Gefühl des Mangels ist vielleicht wichtig, energetisch aufzulösen und loszulassen. Aber genauso loslassen und energetisch auflösen müssen wir den Wunsch. Der Wunsch trennt uns vom Gewünschten genauso wie der Mangel, wie die Fixierung auf den Mangel dessen, was wir nicht haben. Ja, und da habe ich, da ist mir ein ganzes Lampenwerk angegangen, als ich das entdeckt habe. Da habe ich mit allem Positiven, den Kehrseiten der negativen Gefühle oder der Empfindungen oder Facetten, die man gerade hat, gearbeitet. Und das war ein echter Knotenlöser. Das war sehr spannend. Da werde ich auch demnächst mal so einen Tag machen, einen ganzen Tag, wo wir intensiv tappen. Da werde ich die ganzen Experimentalergebnisse der letzten Tage und Wochen da mal in so einem Intensivtag zusammenfassen, wie so eine Art Befreiungsschlag, möchte ich mal fast sagen. Wahrscheinlich, wenn die Sonne in die Jungfrau irgendwo rumschwebt, das Loslassen von Errungenschaften, das Loslassen von Identifikation. Die letzten 10 Grad Jungfrau ist ja für mich der Toilettengang. Ja, wir lassen los, was wir nicht mehr brauchen. Und in dieser Zeit werde ich irgendwann mal so ein Tagesseminar machen, wo wir intensiv entsprechend der Konstellationen da sind und auch noch mit bestimmten Herangehensweisen, wo wir über ein Thema, über einen Faden in die Tiefe zum ersten Erlebnis im Zusammenhang eines Themas gehen und dann in der Vergangenheit natürlich auch dort, wo es vielleicht mal angefangen hat, auch an der Quelle Dinge lösen. Ja? Mal gucken, vielleicht in so 10 Tagen oder wann. Mal gucken, mal die Konstellation, dann gucke ich mal. Okay, also das wäre jetzt sozusagen meine Anregung heute, mal das zu prüfen, was ich hier ausprobiert habe, ob wir lernen können, in solchen Situationen, statt deprimiert in der Ecke zu hängen, irgendwo rumzuliegen und deprimiert zu sein oder resigniert zu sein, ob wir lernen können zu sagen, okay, dann muss ich aus einer gewissen Dynamik, die mir vielleicht lieber gewesen wäre, runter auf ein ganz langsames Tempo und Schritt für Schritt eine Verknotung, eine Hürde, eine Schwelle abtragen. In dieser Methode steckt nämlich die Garantie, dass die Schwelle irgendwann fallen wird. Eine Schwelle fordert von uns Zähigkeit, Durchhaltevermögen, Geduld, Bescheidenheit, Demut und Entschlossenheit. Und das können wir an Schwellen wunderbar entwickeln. So, das war das Wort zur Lage. Jetzt natürlich noch 3 Worte Werbung. Wer abschalten möchte, kann abschalten. Also die Hinweise nochmal. Jetzt am kommenden Sonntag, am 4. September, machen wir die 6. Planetenkonferenz zum Thema Angst. Es geht um Sonne, es geht um Mond, Neptun. Eine tiefsitzende, fast wie lähmende Angst irgendwo in unserem System. Wir werden mit dieser Angst arbeiten. Da hängt auch noch ein bisschen Pluto dabei, das Gefühl des Gefangenseins, des Fixiertseins, vielleicht sogar des Besetztseins durch etwas. Damit werden wir arbeiten energetisch mit dem Tapping am Sonntagabend um 19:30 Uhr. Ich habe noch mal ein bisschen die Zeit verschoben, weil wir dann in den Fisch-Aszendenten in Bezug auf Berlin reinkommen. Ja? 19:30 Uhr, Sonntagabend, 6. Planetenkonferenz. Am Dienstag, dem 6., machen wir dann das verschobene Seminar zum Thema Lebensbereich Prognostik, wo wir mit einer Spezialbetrachtung der Solare arbeiten werden. Ja? Eine ganz schöne, schlichte, wunderbare Methode,
wie man konkret für einen bestimmten Lebensbereich mal gucken kann, was da akut los ist und was so ansteht. Ja. Genau, das war es jetzt sozusagen von heute oder für heute. Habt einen schönen Abend, bis bald im Wald und tschüss.